Guten Abend miteinander. Wir fangen mit der Veranstaltung langsam an, damit wir auch rechtzeitig wieder aufhören können. Geschätzte Gäste, im Namen des BSA Basel begrüße ich Sie herzlich zum heutigen Podiumsdiskussion. Ich begrüße auch jene, die sich auf digitalem Weg zur heutigen Veranstaltung hinzugeschaltet haben oder die Aufzeichnung im Nachgang auf YouTube nachschauen werden. Der heutige Anlass wurde in der bewährten Zusammenarbeit mit Architekturdialoge und dem SJA Basel organisiert. Wir danken an dieser Stelle unseren Medienpartnern und Förderern, insbesondere der LaRoche-Stiftung und heute Abend natürlich ganz besonders der SBB, die es uns ermöglicht, in diesem wunderbaren Raum der ehemaligen Brasserie uns zu treffen. Wir danken auch der Vitra, die heute Abend großzügig mit Sitzgelegenheiten für unseren Komfort sorgt. Im Anschluss an die Diskussion laden wir Sie hier im Raum zu einem Apéro ein, im benachbarten Raum, der von unser Bier gestiftet wurde. Auch dafür herzlichen Dank. Im Rahmen unseres Jahresthemas 2020, Stadt und Mobilität, in Zeiten der Pandemie kann das auch gerne mal 3 Jahre beanspruchen, beleuchtet unser Berufsbund das weitläufige Thema in einer Reihe von öffentlichen Diskussionsveranstaltungen und Vorträgen. Die heutige Diskussion wird sich um das Verhältnis unserer Stadt zu ihrem Bahnhof drehen, im weiteren Sinn. Die Planungen der SBB auf dem Bahnhofsareal und dritten im unmittelbaren Umfeld, die nächsten angedachten Schritte und die sich daraus bietenden Chancen für eine zukunftsorientierte Mobilität und Stadtentwicklung sollen dabei im Vordergrund stehen. Einleitend gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über aktuelle Planungen, ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit geltend zu machen. Zum Ersten ist herauszustellen, dass in einer großräumigen Betrachtung der Basler Bahnhof im Zentrum eines trinationalen Bahnnetzes steht. Er bildet einen Bahnknoten von europäischer Bedeutung. Durch die Randlage Basels innerhalb der Schweiz wurde die regionale Bahninfrastruktur auf nationaler Ebene bislang mit vergleichsweise wenig Priorität bedacht. Die Planungen für eine zukunftsfähige S-Bahn befinden sich im Vergleich zu anderen schweizerischen Zentren noch in ihren Jugendjahren. Welch entscheidende Bedeutung eine gut funktionierende S-Bahn für die Entwicklung einer Metropolitanregion spielt, kann in der Schweiz, am Beispiel Zürich, gut erkannt werden. In Basel stehen wir in der Planung heute in etwa dort, wo sich Zürich vor, meine Schätzung, 40 Jahren befand. Das Herzstück soll künftig die heute vorhandenen Lücken im Bahnnetz der Region schließen und die Entwicklungsgebiete der Stadt, wie zum Beispiel das Klibeck und den Flughafen, besser an den öffentlichen Verkehr anbinden. Die Realisierung des Herzstücks wird den Bahnhof und seine Umgebung massiv verändern. Die neuen Linienführungen und Kapazitätserhöhungen bedürfen eines Tiefbahnhofs. Die Personenströme des Bahnhofs sollten zudem wesentlich besser in die Stadt geleitet werden, als dies heute der Fall ist. In einem ersten Ausbauschritt der Bahninfrastruktur werden bis 2025 ein neues Perron, die Gleise 19 und 20 gegen Süden und eine provisorische zusätzliche Passerelle realisiert werden. Diese Planungen werden im Übrigen diesen Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt. Im vergangenen Jahr hat das Planungsteam IBV Hüsler, Hosoya Schäfer und KEAS im Auftrag des Kantons Basel-Stadt
ein Entwicklungskonzept zum Stadtraumbahnhof SBB Basel erarbeitet. Der Fokus dieser Studie lag unter anderem auf der besseren Verknüpfung des Bahnhofs mit der Stadt und damit verbunden einer Reduktion der heute vorhandenen trennenden Wirkung des Bahnhofs. Die Studie sieht unter anderem einen dritten Bahnhofsplatz vor der Markthalle vor. Dieser wird durch eine neue Unterführung mit dem Merit-Oppenheim-Platz verbunden. Die Verkehrswege auf dem Zentralbahnplatz sollen entflochten werden und in Teilen über den neuen Platz vor der Markthalle geführt. Das schafft Potenzial für eine höhere Ankunftsqualität und mehr Sicherheit. Unter anderem schlägt die Studie auch vor, dass die aufwendigen Verkehrsbauwerke der 60er Jahre in Teilen zurückgebaut werden und die Markthalle wieder auf dem Stadtniveau mit der Elisabethenstraße verbunden werden. Herzog und Dömeron haben im Zusammenhang mit dem Herzstück in den vergangenen Jahren zahlreiche Studien verfasst. Hier im Fokus zu sehen, ein Vorschlag, der die heutige Margaretenbrücke zu einer vollwertigen zusätzlichen Adresse des Bahnhofs aufwertet und in einen Platz transformiert. So entsteht via innerer Margaretenstraße eine wichtige zweite Anbindung an die Innenstadt. Man sieht das hier ganz gut. Die direkt mit dem Gundeldinger Quartier verbunden ist. Der Bahnhof verbindet sich so in Kombination mit der Entwicklung des Nauentors auf der gegenüberliegenden Seite auf alle vier Seiten mit der Stadt, wo dies heute nur an zwei Stellen der Fall ist. Auf Basis einer Testplanung und einer folgenden Machbarkeitsstudie haben Morger Partner in den vergangenen Jahren im Auftrag der Post und der SBB die baurechtlichen Grundlagen für die Entwicklung des Postgebäudes geschaffen. Im kommenden Jahr soll hier ein Projektwettbewerb durchgeführt werden. Anstelle des heutigen, für die Öffentlichkeit kaum zugänglichen Postbaus soll eine die beiden Stadtteile verbindende Bebauung treten, auf deren Sockelgeschossen drei Hochhäuser vorgesehen sind. Diese fügen sich in die bestehende Gruppe von hohen Häusern rund um den Bahnhof ein, was man hier ganz gut sieht, die diesen stadtgeografisch von Weitem sichtbar machen. Man kann sagen, der Bahnhof ist wirklich einer der wesentlichen Generatoren der Stadtentwicklung. Als zentraler Mobilitätshub in der Stadt ist er schon lange ein Motor dieser Entwicklung. Allein in den letzten 25 Jahren entstanden eine Vielzahl von großen Projekten im unmittelbaren Umfeld, zuletzt das Merit-Oppenheim-Hochhaus oder der Baloise-Park, beides hier auf dem Luftbild sichtbar. In den kommenden Jahren werden weitere Projekte, unter anderem am Nauentor, der Heuwaage oder bei der BITS hinzukommen, abgesehen von den Planungen im Bahnhofsareal selbst. Unsere sich rasch ändernden und nach wie vor wachsenden Mobilitätsbedürfnisse und die Herausforderungen des Klimawandels werden die nächsten Schritte über eine rein infrastruktur- oder immobilientechnische Dimension hinaus zu einer vielschichtigen, komplexen, aber sicherlich auch aufregenden Aufgabe machen. In der heutigen Diskussion werden wir das Thema im Querschnitt streifen, werden den Blick öffnen, werden nicht zu sehr auf einzelne Details eingehen. Es ist durchaus denkbar, dass dieser Veranstaltung auch weitere Folgen werden im Themenkreis, in diesem sehr komplexen Themenkreis. Ich stelle nun gerne die Podiumsgäste vor. Das ist zum einen in der Mitte Esther Keller, Regierungsrätin und Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt. Dann zu ihrer, jetzt kommt meine Links-Rechts-Schwäche, ja, zu ihrer Linken, Susanne Zenker, Leiterin Development und Mitglied der Geschäftsleitung von SBB Immobilien.
Dann auf der rechten Seite Herr Dieterle, Koordinator für den Banknoten Basel beim Kanton Basel-Stadt. Dann Pierre Demeron zur Linken von Herzog Demeron Architekten. Ich würde sagen, schon ein Vorkämpfer für das Herzstück Basel. Und dann, jetzt muss ich schauen, ja genau, zur Rechten von Esther Keller, Markus Schäfer von Hosoya Schäfer Architects, ein Mitverfasser der vorhin genannten Studie. Die Moderation übernehmen Patrick Marcolli, zur Rechten Chefredakteur der BZ Basel, sowie Alexander Erath, ganz zur Linken Professor für Verkehr und Mobilität an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Alexander Erath im Übrigen begleitet uns, dem BSA, bei dieser ganzen Reihe Stadt und Mobilität und dankbarerweise, verdankenswerterweise beteiligt sich auch sehr aktiv an diesen Veranstaltungen. Ich übergebe ihm jetzt auch gleich das Wort und wünsche Ihnen allen eine interessante Diskussion. Danke vielmals für die Einführung. Ich möchte den Bogen gleich weiterspannen. Wir haben mit dem Herzstück begonnen, sind dann über das Entwicklungskonzept des Stadtraums Bahnhof SBB in die Ist-Zeit gelangt. Und mir wurde mal gelernt in meiner Ausbildung, dass man zurückschauen muss, um nach schärfer nach vorne blicken zu können. Und das ist auch meine erste Auftaktfrage für das Podium. Wir haben jetzt einen großen Brocken vor uns. Für die nächsten 30 Jahre werden große Veränderungen für diesen Bahnhof SBB erwartet und geplant. Und da lohnt es sich, glaube ich, zurückzuschauen. Zum letzten Mal war das meines Wissens 1986 der Fall, als man mit einem Masterplan Bahnhof SBB ziemlich aus heutiger Sicht verstaubte Konzepte aus dem Weg geräumt hat, um Platz für Neues zu schaffen. Viel Neues, was wir heute in der gebauten Umwelt um den Bahnhof sehen und für alltäglich normal wahrnehmen. Als Erinnerung, vor 1986 durften die Autos und die Taxis direkt vor der Haupthalle durchfahren, parkieren. Man durfte, das war noch etwas früher, da wo jetzt die Trams halten und sich im Weg mit den Weg mit den Fußgängerinnen und Fußgängern teilen, durfte man parkieren. Das war noch früher in den 60er Jahren. Also man sieht, wenn man den Blick zurück wirft, wie viele Veränderungen auch möglich sind. Ich möchte jetzt ganz gerne von den Podiumsteilnehmenden erfahren, wie sehr hat der Blick zurück geprägt in der Planung nach vorne? Vielleicht, wenn die etwas älteren Herren, die das nicht so wie ich als eher jüngerer Herr, selbst miterlebt haben, wie diese Planung 86 zustande gekommen ist, was man dann auch hat umsetzen können und was man bei der Umsetzung vielleicht jetzt auch eben für diesen Blick nach vorne gelernt hat. Ja. Rückblick. Masterplan war Basel-Stadt federführend dort, hat aber auch mit den Partnern Basel-Land, mit der SBB und PTT waren mit involviert. Man hat also eng zusammengearbeitet, aber die Planung, der Perimeter der Planung war viel kleiner. Der war kleiner als das, was hier drauf ist im Wesentlichen. Es ging vor allem darum, dass das Tram aus dem Birstal eingeführt werden sollte. Entsprechend auch der Zentralbahnplatz umgestaltet. Und man wollte die freien Areale, oder mindestens die Areale, die man damals dachte, sie seien verfügbar für Immobilien, wollte man für Immobilien nutzbar machen. Man hat das Elsässer Tor auf die Beine gestellt, dass dort effektiv gebaut werden konnte. Das brauchte einen Bebauungsplan. Man hat die große Baurechtsparzelle für Nauen Ost, also für Areal Ost, hat man errichtet. Man hat die Gundeli-Umfahrung geplant. Man hat eine neue Münchensteiner Brücke geplant. Man hat Bahnhof Ost, Süd, dieses Areal war auch mit drin und als Schlüsselelement auch die Passerelle. Die heute dominant auf diesem Bild erscheinende Passerelle.
Man hat auch den Zubringer Gellert-Dreieck mitgeplant, weil das war noch ein Auftrag des Bundes, ein generelles Projekt auszuarbeiten für den Zubringer Gellert-Dreieck. Wenn man heute auf die Karte schaut, ist alles realisiert, erfolgreich umgesetzt mit anderen Worten. Es wurde gebaut, Areal Ost überbaut, dann zuerst noch schneller das Elsässer Tor, dann die Areal Süd auch bebaut, Gundeli-Umfahrung gebaut, fast alles ist gebaut, bis auf Zubringer Gellert-Dreieck, was möglicherweise gar nicht so schade ist. Immerhin der Auftrag des Bundes besteht immer noch. Das also zurückblickend, eigentlich eine erfolgreiche Umsetzung, aber jetzt muss ich sagen, ein Aber, damals wahrscheinlich der Perimeter zu klein gewählt, der Ansatz zu sparsam, man hätte am Bahnknoten zuerst intensiver planen müssen. Und letztlich zu wissen, was sind die Bedürfnisse letztlich für die Bahnentwicklung, der Stadtraum, da kann man, oder vielleicht kann man da auch Kritik äußern, Zentralbahnplatz begeistert nicht alle, den werden wir wahrscheinlich so wieder umbauen, umplanen und dann umbauen. Also es gibt doch immer einiges an Handlungsbedarf. Ist letztlich insgesamt am Bahnknoten und damit auch am Schlüsselelement, ein wichtiges Schlüsselelement ist immer Basel-SBB. Nicht nur das Bahnareal, sondern letztlich halt das ganze Areal mit dem städtischen Umfeld. Würden wir heute das Elsässer Tor wieder so, die Vorgaben so formulieren, ist keine Kritik am Vorhaben, sondern an und sich Kritik an den Vorgaben für das Elsässer Tor, Fragezeichen. Ich meine, man käme heute noch zu etwas anderen Lösungen, wenn man da etwas vorausschauend geplant hätte. Würde man die Passerelle heute so machen? Ich würde meinen, es hat sich ja gezeigt, das Ding ist zu wenig leistungsfähig. Eine gewisse Zeit hat es funktioniert und jetzt zunehmend, und Sie werden es am nächsten Freitag, werden Sie das hören, da gibt es ja Überbrückungsmaßnahmen, damit man das Volumenproblem besser lösen kann. Also durchaus Dinge in relativ kleinen Zeiträumen, wo man sagen muss, eigentlich hätte man gewisse Dinge noch besser machen können. Ich sage nicht, es sei schlecht, aber man hätte es noch besser machen können. Und wir sind jetzt daran, in der Organisation Bahnknoten Basel den Versuch zu machen, die Dinge besser zu machen. Und vor allem auch mit einem etwas längerfristigen Horizont die Planung anzugehen und dann schauen, dass wir mit guten Schritten vorankommen. Und Schlüsselelement ist und bleibt Basel-SBB, dort ist Handlungsbedarf angesagt. Herr Tiertle, darf ich unterbrechen? So, wir machen sonst einen zu großen Tour d'Horizon und haben schon fast alles gesagt. Ich würde gerne die Runde weitergeben an Pierre. Hallo? Okay, geht. Zuerst einmal herzlichen Dank, einen großen Dank an den BSA und an die Organisatoren dieses Abends, weil ich finde das zwingend, dass wir diese Themen in der Öffentlichkeit diskutieren. Wir kommen nicht drum herum, immer mehr interessiert sich eine Gemeinschaft, eine Bürgerschaft interessiert sich für diese Themen, weil das betrifft sie tagtäglich dann. Also prima, und ich hoffe, es gibt irgendwie Nachahmer-Podiumsgespräche, weil wir wahrscheinlich heute nicht alles abdecken können. Und so lange reden kann wie der Rudi. Er ist ein bisschen älter als ich und darum bin ich der Zweite, der jetzt redet, ein paar Monate. Und darf ich noch weiter zurück, Alexander, weil ich kann aus persönlicher Erfahrung kann ich über das letzte Jahrhundert sprechen, aber ich möchte noch ins vorletzte Jahrhundert, weil, wieso? Ich weiß nicht, wie ihr das seht und ob ihr das teilt, diese Auffassung. Meiner Meinung nach ist der Bahnhof SBB an der falschen Stelle. Und das war schon immer so. Und ich habe eine Vermutung, aber das muss man noch historisch irgendwie checken. Der erste Bahnhof, der provisorische Bahnhof, war an der Engelgasse. Dann, und dort wissen wir, was das für ein Quartier ist und wer dort wohnte und immer noch wohnt zum Teil,
Und die Eisenbahn war im 19. Jahrhundert zweite für viele des Teufels. Das heißt, es war lärmig, es war dreckig und so weiter, etwas Neues, man hatte lieber Pferdekutschen und so weiter. Das heißt, was haben die gewollt? Die haben diesen Bahnhof so weit weg nach Westen geschoben, wie nur möglich. Und er kann nicht weiter im Westen sein, weil dann kommt das Birsigtal. Also meine Vermutung. Was heißt jetzt das für die Stadt? Zürich, viel besser. Luzern, viel besser. Basel, großen Nachholbedarf haben wir, wir sehen es jetzt. Aber er ist nicht angebunden, er ist nicht mit der Stadt verbunden, er ist nicht mit der Stadt verlinkt. Man geht durch diese komische Elisabethenstraße irgendwie zum Bankverein oder den Eschengraben irgendwie nach Osten und dann am Eschenplatz muss man links irgendwie so sich drehen und dann kommt man in die Eschenvorstadt. Ich kenne das bis zum Marktplatz. So, ich meine, der ist an der falschen Stelle. Das ist aber gleichzeitig, Alex, finde ich, eine Chance. Und darum, und das werden wir heute sprechen, ich finde, der Bahnhof muss sich nach vier Seiten öffnen und nicht nur Richtung Zentralbahnplatz und Eschengraben, sondern, das ist jetzt bereits der Fall, auch zum Gundeli hin, das dicht besiedelste Quartier in Basel, sogar der Schweiz, meine ich, sehr lebendig, besser denn je, meine ich. Willkommen, die Leute kommen dort gerne, es ist vielfältig, muss ich nicht jetzt noch zusätzlich beschreiben. Und, wo ist der Meinrad? Da, Richtung Nauentor, selbstverständlich, da weißt du viel mehr, bist du viel kompetenter darüber zu reden, aber Richtung Nauentor, vielleicht dort eine Art Verkehrshub vorschlagen mit allen Mobilities und Elektros und weiß nicht was alles, Busse und so weiter und vor allem nach mit der Margarita. Ich würde, Michael, wo bist du? Ich würde noch etwas ergänzen. Die Margaretebrücke ist meiner Ansicht nicht nur eine Verbindung über die innere Margaretenstraße in die Talstadt zur Heuwage, sondern geht auch ins Birsigtal über den hoffentlich bald realisierten, wie heißt er, der Margaretenstich. Margaretenstich, der eigentlich wegen zwei, drei irgendwie Einsprechenden nicht durchgekommen ist, eigentlich fatal, aber hoffentlich gibt es doch einen zweiten Anlauf. Aber er verbindet eines der Täler, der Seitentäler des Rheins, mit der Kernstadt. Wohl verstanden, das Birsigtal hat keine SBB, hat nur eine Schmalspur. Die jetzt dann ausgebaut werden soll, damit das Tram schneller beschleunigt, sich selbst überholen kann. Genau. Markus Schäfer, wir haben jetzt zurückgeblickt. Der Bahnhof steht am falschen Ort, aber er steht halt da, wo er ist. Es ist auch eine Chance. Der Perimeter wurde beim letzten Mal zu klein gewählt oder vielleicht damals richtig, da hat man noch nicht so groß gedacht. Wie sehr hat euch das jetzt in der Planung beeinflusst, der Blick zurück, damit ihr auf die Resultate für diesen städtebaulichen Entwurf gekommen seid bis 2035? Das ist ja noch ohne Herzstück gedacht, was ihr geplant habt. Ja, also ich glaube, Pierre hat das bereits richtig aufgegleist, die Diskussion. Man muss wirklich die Longue durée sozusagen denken, den langen Zeitrahmen, um zu verstehen, warum der Bahnhof liegt, wo er liegt und wie er eben in die Stadt angebunden ist oder nicht und warum diese leicht merkwürdige Topografie entstand, einerseits Birsigtal, dann Elisabethenanlage, Gleiskante Richtung Meret-Oppenheim, andererseits die relativ instabilen Stadtblöcke mit Bits, mit der Küchengasse und mit der Markthalle. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Und hier kommt jetzt die Infrastruktur dazu. Bahnhöfe sind heute nicht mehr Punkt-zu-Punkt-Beziehungen, wo ich aus einem axialsymmetrischen Bahnhofsgebäude auf einen Knoten trete und von dort weitergeführt werde zum städtischen Maßstab. Ich komme aus dem regionalen, nationalen Maßstab, gehe dann zum städtischen Maßstab. Sondern Bahnhöfe sind heute natürlich Flächen, oft organisiert als Leitersysteme, idealtypisch Zürich zum Beispiel, das bereits erwähnt wurde, wo ich eine Serie von Querbeziehungen habe, die ein zunehmend breiteres Gleisfeld bespielen und eben an unterschiedlichen Punkten in der Stadt ankommen. Hamburg, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, ist ein ganz ähnliches Problem, ähnliches System. Und das ist in Basel schwierig, aus zwei Gründen, eben Topografie, Städtebau einerseits,
aber natürlich andererseits, weil alles sehr eng ist. Oder das Nauentor hat Engnis produziert, der Steg, der momentan da oben vorbeischlüpft, ist recht unangenehm, wird hoffentlich in Zukunft viel besser mit der Magistrale, die angedacht ist. Auch die Margaretenbrücke ist eng, kann man als Platz erweitern, aber ist natürlich wiederum an einem Kopf, der dann mit Rolltreppen und Treppen nur sehr schwierig mit der notwendigen Kapazität versorgt werden kann. Das heißt, dieses Leitersystem zu etablieren und das dann in alle Richtungen in die Stadt weiterzudenken, muss sowohl im Interesse der Infrastruktur wie auch im Interesse des Stadtraums gemacht werden. Frau Zenker, mich würde interessieren, aus Sicht der SBB, der Betreiberin und Eigentümerin, wie sehen Sie die spezifischen Herausforderungen und Probleme des Basler Bahnhofs? Wir haben jetzt einiges gehört von der Lage her, vielleicht auch verglichen mit anderen Städten in der Schweiz. Liegt der schlechter, liegt der besser topografisch und städtebaulich? Was würden Sie sagen? Der Bahnhof liegt tatsächlich zuerst immer schlecht. Also das war ja genauso dargestellt, wie Sie gesagt haben, der Bahnhof war immer zuerst erstmal aus der Stadt, aber mit der Zeit hat die Stadt immer Richtung Bahnhof sich entwickelt und ist dann rundherum von der Bahnhof. Und jetzt kann man sagen, hier ist es vielleicht leicht versetzt und somit muss man das jetzt korrigieren. Ich finde es richtig, dass man sagt, diese sehr lange Züge, die wir jetzt haben, 400 Meter lang, das kann man ja nicht in einen Punkt dann anbinden zu einer Stadt, sondern es gibt, ich finde es interessant zu sagen, vier Verbindungen in alle Richtungen, das finde ich richtig. Ich finde aber schade, wenn man das Bahnhofgebäude vorbeiläuft. Und das ist ein bisschen die Fragestellung, wenn man nur von den Perron über eine Rolltreppe auf eine Brücke in der Stadt und dann eigentlich nie mehr durch das Bahnhofgebäude läuft. Das wäre schade. Besonders, ich glaube, wenn man vom Zug Richtung Stadt geht, findet man vielleicht immer seinen Weg, aber umgekehrt, vielleicht der Touristen oder so, derjenige, der auf dem Zug will, geht meines Erachtens erstmal zum Bahnhof. Und dann geht man im Bahnhof hinein und dann findet man eine gute, klare Signaletik und dann findet man den Weg zum Zug. Und ich finde diese Rolle der Bahnhofsgebäude als orientierender Charakter für die Reisende, finde ich schade, wenn man es verliert, indem man sich sehr schnell über Passerellen oder andere Brückenkonstruktionen dann direkt an der Stadt wendet. Aber das ist ja eigentlich ein Konzept des 19. Jahrhunderts, dass Sie das vertreten. Ist es nicht ein Konzept des 19. Jahrhunderts, das Sie vertreten? Dieser alte Bau hier, möglichst nicht drüber, nicht drunter, schön in seiner Funktion belassen, wie er immer war. Ist das überhaupt zeitgemäß? Kann man das? Ich glaube, wenn es nicht mehr zeitgemäß ist, weil, wie gerade gesagt, 400 Meter lange Züge, viele Pendler, die schnell zum Bahn wollen, die gehen dann den kürzesten Weg und die kennen die Shortcuts und die kommen dann zum Zug, das ist in Ordnung. Aber die Rolle des Bahnhofsgebäudes in diesem Konstrukt müsste man dann umdenken. Was ist der Bahnhofgebäude in der Zukunft, wenn man nicht mehr durch den Bahnhofgebäude gehen muss, um zum Zug zu kommen? Und das ist eine, da spreche ich vielleicht mehr aus Architektensicht und Stadtentwicklersicht. Als Infrastruktur geht es ja vor allem darum, dass man die Leute dann effizient und sicher zum Zug bringt. Diese Diskrepanz muss man jetzt in vielen Städten, glaube ich, jetzt regeln. Also wir haben es gehört, ein wichtiger Grund oder eigentlich der auslösende Grund, warum wir überhaupt über dieses Thema sprechen, ist der stetige Zuwachs an Verkehr. Ich sage jetzt nicht Mobilität, das ist eine Definitionsfrage, aber an Verkehr, mehr Personen wollen schneller über längere Strecken befördert werden und natürlich an Bahnhöfen, sagen wir salopp, abgewickelt werden. Sie wollen umsteigen, sie wollen in den Stadtraum den Wechsel machen. Das heißt, dass die Flächen, Frau Keller, um den Bahnhof noch umkämpfter werden. Wir haben es gehört von Herrn Schäfer, die Flächen sind gegeben, die Gebäudelinien sind klar, da können wir nicht neue Flächen gewinnen, wenn wir nicht in die Höhe oder in die Tiefe gehen. Und ich glaube, der große Wurf aus meiner Sicht, verkehrlicher Sicht, dieses Entwicklungskonzept, ist die Einebnung der Markthallenbrücke. Das ist ein ziemlicher Frontalangriff auf den motorisierten Individualverkehr. Wir haben gehört, es ist eine
Zulaufsstrecke zur, zum Gellerdreieck, also nationales Autobahnnetz. Es steht auch im Entwicklungskonzept, das sei dann eher spät zu planen und möglich. Wie ist heute die Befindlichkeit, dieses quasi Husarenstück zu denken für eine Umsetzung im Jahr 2033 vielleicht? Für den Margaretenplatz, habe ich das richtig verstanden? Margaretenplatz, aber dann Brücke. Die Brücke. Ja. Heute haben wir einen Autobahnanschluss mitten in der Stadt, zwischen quasi Stadt und Bahnhof, und der soll weg, gemäß dem Konzept. Ist das politisch tragbar? Also ich glaube, dass was uns hier begegnet, auch beim Bahnhof, das ist etwas, was uns überall in der Stadt begegnet. Der Platz ist wahnsinnig umkämpft und wir haben die Prognosen, dass wir Zehntausende Menschen mehr haben werden in der Stadt, die hier arbeiten, die hier leben. Das heißt, wir müssen sehr, sehr sorgfältig mit dem Platz auch umgehen und uns überlegen, wie wir den nutzen. Und deshalb finde ich solche Überlegungen sehr, sehr spannend. Auch eben die Erreichbarkeit des Bahnhofs von vier Seiten, nicht nur von zwei. Also wir müssen uns auf mehr Menschen einstellen und deshalb auch so planen. Und ich denke, da darf man, soll man, muss man auch mutig sein. Wichtig ist, dass man den Bahnhof auch wirklich als Mobilitätshub sieht und das ganz nüchtern. Es geht ja nicht darum, die Schiene gegen die Straße auszuspielen oder einen gewissen Verkehrsträger zu bevorzugen. Ich glaube, wir haben gerade hier in Basel die Chance, dass wir ganz nüchtern im Gesetz stehen haben, es muss flächeneffizient sein, es muss ressourcenschonend sein. Das ist eine ganz neutrale Umschreibung auch, wie man sich fortbewegen soll, welches dann das geeignete Mittel ist. Das lässt sich daraus ableiten. Aber ich glaube, das ist wirklich eine sehr nüchterne und auch sachliche Beschreibung, dass man sagt, wir möchten ressourcenschonend unterwegs sein, wir möchten effizient, nicht dass einzelne Menschen zu viel Platz belegen, sage ich jetzt mal. Und das geht in Richtung Shared Mobility, das geht in Richtung Platz sinnvoll beanspruchen, mehrfach vielleicht auch nutzen. Also ich glaube, das sind sicher Ansätze, die verfolgenswert sind. Ganz kurz noch, ganz kurz. Darf ich noch was zum Bahnhof sagen? Weil wir vielleicht andere Themen ansprechen heute Abend. Und nochmals zum Bahnhof. Ich glaube, der Bahnhof hat auch zwei größere Handicaps. Und das geht jetzt nicht um Klagen und Opfer, sondern wie du gesagt hast, das sind Tatsachen. Erstens ist der Bahnhof eben anders als Zürich und Luzern kein Kopfbahnhof, sondern ein Durchgangsbahnhof. Wie wir wissen, der geht ja nach Westen, nach Norden, Nordwesten Richtung Frankreich mit dem eben Elsässer Bahnhof hier. Der Widerspruch zu dem ist, dass er S-Bahn-technisch kein Durchgangsbahnhof ist, sondern ein Kopfbahnhof. Das ist die Absurdität dieses jetzigen S-Bahn-Konzepts. Und sprechen wir sicher danach, darum braucht es ja diese Durchmesserlinie. Da bin ich also ziemlich überzeugt, dass es die braucht. Gerade deswegen, damit nicht im Badischen Bahnhof und im Bahnhof SBB diese doofen Schlaufen, wo man Zeit verliert und so weiter. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das muss geändert werden. Also der Bahnhof, das Bahnsystem ist Basel, in Basel ist, hat einen hohen, ich sage es mal so, einen hohen Nachholbedarf. Sowohl schienentechnisch, infrastrukturell, Verkehrsinfrastruktur, aber auch der Bahnhof selbst. Jetzt beim Bahnhof haben wir einen Konflikt zwischen Denkmalpflege und die Verkehrsflüsse der Passanten. Die beiden Nadelöhrs am Bahnhof, das sind die beiden Eingänge oder Ausgänge Richtung Zentralbahnplatz bzw. Richtung Bahnhofshalle, die sind da auch wiederum und das ist auch ein Fakt. Oder? Das kriegen wir nicht anders hin, das wissen wir. Wir können nicht einen riesen Schlitz machen dort auf der ganzen Breite. Das wird kaum möglich sein, denkmalpflegerisch. Darum nochmals, wir kriegen diese zusätzlichen Benutzer dieses Bahnhofs, nicht nur als die Züge nutzen wollen, sondern eben auch andere Aktivitäten, dass es ein urbaner Ort wird. Das muss es werden, noch stärker. Darum dieses Verteilen, sagen wir mal, Robert, ich weiß nicht mehr genau, 40% Richtung Zentralbahnplatz, irgendwie 20% Richtung Gundeli, 20% Richtung Margaretenbrücke und 20% Richtung Höpp.
Nauentor zum Beispiel. Darf ich da mal einhaken? Ich möchte gerne mal hier einhaken, auch Esther Keller beim Wort nehmen, was von mutiger Planung auch gesprochen. Aber wir reden hier, finde ich, über mutlose Planung, die schon seit Jahrzehnten mutlos ist. Ich meine, wenn wir im einleitenden Referat diese kleinteiligen Versuche von kleinen Verbesserungen, hier mal ein neues Plätzchen, hier noch ein Durchgang, noch eine zusätzliche Perrontreppe zur Margretenbrücke etc., das ist doch alles zu kleinteilig. Auf der anderen Seite haben wir die Nauenstraße erst vor 10 Jahren zu dem gebaut, was sie heute ist, nämlich eine reine Aus- und Einfahrtstraße ohne Sockelgeschossbespielung, nichts. Wie kann man zum Beispiel diese Seite dann öffnen und zu einem urbanen Zentrum auf der Seite machen, nicht auf dem Gundeli? Also mich stört ein bisschen die Kleinteiligkeit der Diskussion und ich frage mich, wo ist es möglich, überhaupt mutig zu planen? Ja, ich denke, es war früher schon nicht ganz ohne Mut, aber was jetzt gemacht wird, ist deutlich mutiger. Ich sage nicht tollkühn, aber mutig. Mutig, weil fürs Bahnsystem wirklich Vorgaben da sind, die weit in die Zukunft reichen. Fernverkehr, Güterverkehr und ganz bestimmt natürlich auch Regionalverkehr, S-Bahn-seitig. Das ist mutig, Vorgaben zu machen, die langfristig eben Bestand haben sollen. Wir planen aus den Bahnknoten von übermorgen bahnseitig. Und dazu gehört, und das ist genauso mutig, eben auch das städtische Umfeld zusammen auch zu planen. Und das ist auch ein Bedarf eines mutigen Ansatzes. Und mit dem Konzept, das mit diesem Entwicklungskonzept, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt dafür, für den ganzen Perimeter Basel-SBB. Aber es gibt nicht nur Basel-SBB, es gibt auch Basel-Badisch Bahnhof, es gibt Raum Solitude, Moorgartenring, St. Johann. Dort überall sind Planungen da und da wollen wir eben mutig rangehen. Aber, und jetzt hier, nehmen wir den Perimeter so, der ist jetzt Basis auf diesem Entwicklungskonzept, wird jetzt der Raum Nord, Zentralbahnplatz bis und mit Markthalle, mit angrenzendem Umfeld, Margaretenbrücke, Zentralbahnstraße, aber auch Nauenstraße, zusammen auch mit dem Tramsystem, wird jetzt bearbeitet und das braucht einiges an Mut. Es hängt vieles zusammen und wir hoffen, dass wir Lösungen finden. Mhm. Ganz klar ist, wir kämpfen mit wenig Platz. Mhm. Es hat einfach zu viele Ansprüche an den Platz. Wir müssen mehr und besseres Tram. Wir müssen Fußgänger, Velofahrer unterbringen. Wir haben auch motorisierten Individualverkehr, der aber mutmaßlich an wichtigen Teilen etwas zurückstehen muss, weil an diesem Ort eben andere Prioritäten verdienen. Und dann soll das Ganze noch ein attraktiver Stadtraum, Lebensraum sein, klimatisch anspruchsvoll und so. Da sind wir jetzt mittendrin an dieser Arbeit und wir hoffen im Laufe des nächsten Jahres, mutmaßlich gegen Ende des nächsten Jahres, etwas mehr aussagen zu können, wie gestützt auf dieses Konzept die Arbeiten jetzt weitergeführt werden sollen. Herr Schäfer, ich würde Sie gerne fragen, was ist das Mutigste an Ihrem Konzept aus Ihrer Sicht? Ich weiß nicht, ob die Mutdiskussion notwendig und richtig ist, weil ein Bahnhof ist ja immer ein Punkt, wo ganz viele Maßstäbe aufeinandertreffen, Areal, Stadt, die alten topografischen Bezüge, Birsig und so weiter und dann vor allem auch die regionalen Maßstäbe der Infrastruktur, nationalen Maßstäbe sogar. Und darum ist halt ein Bahnhof immer der Ort, wo einerseits eine Zugangstreppe sorgfältig geplant werden muss und gleichzeitig das große Ganze gedacht werden soll. Oder? Und ich glaube, Bärs Punkt, dass man jetzt aufgrund der lokalen Problematiken jetzt nicht das große Ganze vergessen werden darf, ist natürlich richtig. Oder? In Zürich gab es ja, das wissen alle, die hier drin sind, ich sage es einfach nochmal, in Zürich gab es ja 1980 zwei Abstimmungen. Eine für das U-Bahn-System, die wurde verloren, zum Glück.
eine für das S-Bahn-System mehr oder weniger, die wurde gewonnen. Und darum ist heute Zürich als Metropolitanregion dieses polyzentrisch mit ÖV gut erschlossene, sich zunehmend verdichtete, recht resiliente System, das halt als Wirtschaftsmetropole wirklich diesen Raum halt in Anspruch nimmt. Durchaus auch mit negativen Konsequenzen. Eben Thurgau ist gespalten, ein Teil schaut nach Osten, ein Teil schaut nach Zürich, St. Gallen hat das gleiche Problem etc. etc. Das heißt, alle diese Maßstäbe haben natürlich dann auch Konsequenzen. Aber eben, der Punkt ist, dass gleichzeitig Denken dieser Maßstäbe weit über die Stadt hinaus ist etwas, was geschehen muss, mit dieser Bahnhof überhaupt zum Funktionieren kommen kann. Und ich glaube, dass jetzt viel Gutes ist jetzt in Bearbeitung, vor allem ermöglicht durch das Stadtplanungsamt übrigens und in Zusammenarbeit mit SBB, mit den Verkehrsbetrieben und so weiter, wurden, denke ich, da jetzt einige richtige Ideen und Weichen gestellt, Ideen gefunden und Weichen gestellt. Aber eben das gleichzeitig Denken der Maßstäbe, dass sich nicht verlieren im Kleinen, ist absolut zentral. Übrigens mutig zudem ist, das möchte ich noch sagen, der Entscheid, der gemeinsam getroffene Entscheid BAV, SBB mit den Kantonen zusammen und mit, auch unter Einbezug der Deutschen Bahn, dass es einen Tiefbahnhof geben soll in Basel SBB, dass es im Zustand morgen ein Herzstück geben soll mit einer Haltestelle Basel Mitte. Da sind wir noch nicht überall mutig genug mit allen Entscheiden. Es fehlen noch ein paar Entscheide, aber daran wird das gearbeitet. Ist aber ein ganz wichtiger Bahnhof ist ein mutiger Entscheid. Ein ganz wichtiger Punkt, weil mit dem Bahnhof Mitte hat natürlich der Bahnhof SBB dann eine ganz neue Rolle. Ich weiß nicht, ob Frau Keller auf das Bezug nehmen wollte, aber sie hat sich vorhin zu Wort gemeldet. Ja, ich wollte auch kurz auf das Stichwort Mut eingehen. Ich glaube, ich sehe auch, also mutig nicht um mutig zu sein, das ist ja kein Selbstzweck, sondern einerseits umschließt es für mich die Offenheit, dass man auch in der Planung die Augen immer wieder offen hält und sich fragt, was verändert sich gerade eigentlich, und dass man auch den Mut hat, irgendwo die Bremse zu sehen, wenn man sieht, das geht in eine andere Richtung. Wir befinden uns ja nicht in einem starren System, wo alles, also Wachstum allein ist auch noch kein Indikator. Wie verändert sich das? Wie verändert sich das Mobilitätsverhalten? Und ich glaube, mutig ist auch, offen zu sein gegenüber diesen Veränderungen. Und ja, am Ende müssen wir ja bei all diesen Dingen wieder mit der Bevölkerung planen. Und all die Menschen, die jetzt hier sitzen, die sind planungsaffin, sage ich jetzt mal. Und wir sind uns wahrscheinlich auch sehr bewusst, dass wir Veränderungen jetzt prägen müssen, weil sonst stehen wir vor einem Problem. Und ich glaube, wir müssen auch immer sehen, dass es die kleinsten Veränderungen rufen manchmal größten Widerstand hervor. Also wir müssen die Leute mitnehmen, die Bevölkerung mitnehmen. Deshalb eben nochmal Mut, einfach nur um mutig zu sein, sehe ich weniger. Ich glaube, wir müssen zeigen können, wie es sich entwickelt, die Bevölkerung mitnehmen und auf diesen Weg. Sonst können wir noch lange planen hier und lange große Pläne schmieden und an der Urne bei der Bevölkerung scheitert es. Ich nehme das gerne als Auftakt dann zur Öffnung der Diskussion. Die Bevölkerung, zumindest diejenige, die heute im Raum sitzt, darf sich gerne an der Diskussion beteiligen. Zuvor Pierre Demeron. Ja, genau, also ich finde, genau dort müssen wir ansetzen. Es geht um Werte am Schluss. Was wollen wir und was wollen wir nicht? Wir haben von den Kutschen, wir haben von der Eisenbahn, die zuerst eben mit Kohle, dann kam Elektrizität. Das sind jeweils andere Voraussetzungen betreffend Mobilität. Und die 60er Jahre, die Jahre waren eindeutig fokussiert auf den MIV. Ganz klar, was die Brücken da angesprochen, das hatte Primat, Leibrandplan und so weiter, das war das Wichtigste. Schnell mit dem Auto, und der Stadtraum wurde vernachlässigt, meine ich. Und beim ersten, das waren alles Vorgänger natürlich jetzt, aber ich meine, die beiden Gebäude, du hast die Nauenstraße erwähnt, meine ich, sehr, sehr problematisch, was den Stadtraum betrifft. Das Tram geht irgendwie noch hinten rein, oder eigentlich ein Tram gehört auf die Straße, Punkt. Vor allem im städtischen Raum, weil die prägen dieses räumlich und auch diese Verbindung, die du von A nach B machen kannst innerhalb einer Stadt, das muss sichtbar sein, das muss erlebbar sein und nicht im Hinterhof.
Das geht nicht. Das finde ich eine riesen Fehlplanung. Sorry. Und darum nochmals, du hast das Erdgeschoss, das ist auch No-Go, oder? Das ist Durststrecke, wie, also nochmals, die anderen Städte haben das besser gemacht. Also das muss man wirklich neidlos anerkennen, alles ist besser. Und wir haben diese Handicaps, ich meine, jetzt aus unserer Sicht, Esther, was wollen wir? Stadtraum, Lebensqualität im Stadtraum, wollen wir urban, wollen wir verschiedene Nutzungen am gleichen Ort haben, nicht nur monofunktional unterwegs sein. Nauenstraße ist monofunktional unterwegs, darum ist dieser Raum tot. Das hat nicht unbedingt zu tun, weil es ein Zubringer ist für die Autobahn. Das finde ich irgendwie dann das nächste Thema. Aber stadträumlich stimmt ja nicht. Und dann nochmals diese Diskussion, absolut, wir müssen das in die Öffentlichkeit bringen. Was wollt ihr nicht? Wir haben auch schon über die Alment gesprochen. Wem gehört die Alment? Uns allen. Aber wer darf sie nutzen? Das finde ich die entscheidende Frage und dort sind wir wieder beim öffentlichen Raum. Und so. Aber wie erklärst du dir dann zum Beispiel, dass der Merit-Oppenheim-Platz, der ja eigentlich gemacht wäre für intensive Nutzung, heute, wenn ich da vorbeigehe, kaum genutzt wird? Ist es auch nicht immer ein Bedürfnis, was man meint, es sei ein Bedürfnis oder falsch geplant? Da finde ich zum Beispiel auch, das ist für mich einfach eine große graue Fläche. Das ist das. Eine große graue Fläche, die sich erhitzt im Sommer. Da findet nichts statt. Warum nicht? Ja, der Brunnen und die Skulptur. Ich meine, das ist immerhin schon was. Nein, und die Leute, heute Abend ging ich dort vor diesem Podium, habe ich dort, die sitzen dort und so weiter. Dass es mehr Bäume geben sollte, sofort. Aber da muss ich auf die SBB schauen oder so. Wir wollten einen Wald. Sicher, aber das gibt. Ja. Also die SBB darf kurz beantworten, warum es keinen Wald, nur einen Brunnen gibt. Ja. Nein, dieser Platz wurde, glaube ich, kurz vor der Pandemie eröffnet. Es ist fast zu früh heute, um zu sehen, wie hat sich dieser Ort eingelebt. Hat man viele Anlässe, die geplant waren, wurden abgesagt wegen Pandemie. Ich glaube, man muss die Zeit lassen. Der Brunnen ist wunderschön, die Skulptur selbstverständlich auch. Was man nicht vergessen soll, ist, dass es steht, meines Erachtens, wenn ich das richtig verstehe, steht es auf einem Dach. Wir sind auf einer harten Fläche und da ist vielleicht Lessons learned, öffentliche Räume sollen nicht unterkellert sein. Das muss man in der Zukunft so richtig planen, dass man öffentliche Räume stehen auf der Erde. Die können bepflanzt werden, die können Wasser versickern. Und das wird man wahrscheinlich heute anders machen. Also wir nehmen noch ganz kurz, Markus Schäfer hat noch eine Rückmeldung und dann gehen wir ins Publikum. Also alle schon bereit machen, die eine Frage unter den Nägeln brennen haben. Das Mikrofon geht um. Zuvor noch ganz kurz, Markus Schäfer. Nur ganz kurz drei kleine Punkte. Städte sind ja immer Vernetzungsinfrastrukturen und sobald natürlich eine diagonale Unterführung zum Beispiel vom Merit-Oppenheim-Platz weggehen würde, dann wäre natürlich automatisch sofort sehr viel frequentierter. Das heißt, Räume in der Stadt funktionieren ja nie in Isolation, sondern die müssen immer irgendwie im Gesamtsystem gedacht werden. Der zweite ganz wichtige Stichwort, das ich noch einbringen möchte, ist das Thema Handlungsspielräume. Das war in unserem Angebot drin eigentlich ein ganz wichtiger Begriff. Also wir müssen einfach schauen, dass wir in der städtischen Planung drin die Handlungsspielräume nicht verlieren, dass wir am Schluss in diesem gordischen Knoten, den wir uns selber gebaut haben, völlig unfähig sind, noch irgendwas zu erreichen. Und das heißt, wir müssen vorausschauend planen. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Vielleicht ist schlussendlich das Interessanteste an diesem Stadtraumkonzept, dass wir nicht in Einzelprojekten gedacht haben, also das war nicht unsere Idee, das war die Idee der Stadtplanung, dass das nicht in Einzelprojekten gedacht war, sondern wirklich als eine im Raum und in der Zeit jeweils großräumig gedachte Intervention. Und ich glaube, dieses Zusammendenken von Projekten und dieses über Einzelinterventionen hinausdenken ist vermutlich etwas vom Allerwichtigsten im Moment. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir öffnen die Runde. Kurze Erläuterung. Ich behalte das Mikro immer in der Hand, also nicht
wegzureißen versuchen. Bitte kurz vorstellen mit Name und dann gerne eine Frage an eine spezifische Person oder an die ganze Runde. Wem darf ich das berühmte erste Wort geben? Quintus Miller, Architekt Miller und Maranta. Ich fand die Diskussion interessant, aber irgendwie fehlt mir so diese Vision. Oder was ist denn eigentlich das, wo es hinführen sollte? Und wenn ich erinnern darf, als ich 1988 nach Basel kam, war der Bahnhof eigentlich im Norden und das Gundeli war abgeklemmt. Die Schneise der Bahn hat wieder rein die Stadt geteilt und diese Opportunität, die die Passerelle gebracht hat, ist ja unglaublich. Basel ist, die zwei Teile sind verbunden, es entsteht ein lebender Teil dieser Stadt. Und wenn man jetzt diesen Bahnhof anschaut, gibt es doch ein unheimliches Potenzial in alle vier Richtungen. Es wurde so ein bisschen angetönt, aber wo ist denn die Vision dieses Bahnhofs mit vier Eingängen? Wie kann sich diese Vision der Stadt entwickeln? Eigentlich, was Pierre gesagt hat, der Bahnhof ist am falschen Ort, es ist ein Leerraum und da ergibt sich doch jetzt ein Potenzial, ein Zentrum der Stadt zu entwickeln, ein Cluster, der eben genau dieses Vakuum füllen könnte. Aber wo sind diese Visionen? Wer arbeitet daran? Man muss ja eigentlich, damit etwas geschehen kann, muss man etwas anbieten. Esther Keller, qua Amt am Arbeiten, an Visionen arbeiten. Ist jetzt auch etwas sehr Persönliches, aber für mich ist es klar, dass es noch mehr neben dem, dass klarweise der Bahnhof die Funktion hat, die Leute von A nach B zu bringen, aber eben nicht nur. Ich glaube, zu lange hatte man die Idee, die Leute dann so schnell wie möglich dort auch wegzukriegen, weil man eben primär Leute eben abwickeln wollte. Also für mich müsste ganz klar diese Stärkung auch als Ort der Begegnung, Bewegung, Begegnung, also so eine Verdichtung stattfinden, aber eben eine menschengerechte Verdichtung, was man ja auch lange genug gesehen hat, ist eben, dass ein Raum, Nauenstraße, einem bestimmten Verkehrsträger auch gewidmet wurde und dadurch kein Aufenthaltspotenzial mehr hatte. Also ich glaube, diese verschiedenen Zugänge, auch verschiedene Charaktere der verschiedenen Plätze, das führt dann zu einer Lebendigkeit, einem Ort, wo man sich auch gerne aufhält. Wenn man jetzt mal nur mal hier auch den Westflügel anschaut, wie sich der verändert hat, jetzt auch mit der Umgestaltung hier, das muss noch leben, da muss noch Leben rein, aber ich glaube, der Bahnhof hat noch wahnsinniges Potenzial für Begegnung. Darf ich eine Nachfrage stellen? Könnte man sich ja auch vorstellen, auf der Gleisfläche zu wohnen, Events zu haben. Aber da ging es doch eben wirklich um die Dichte zu erreichen, dass dieser Bahnhof zu einem Zentrum werden kann und dieses Potenzial auch wirklich genutzt werden könnte. Das wäre doch genial. Das ist Projekte doch das von Paul Rudolph, Wohnen auf dem Bahnhof. Warum nicht? Das ist doch das alte Projekt, das man, wie hieß das nochmal? Ja, genau. Ich möchte das nicht diskutieren, ich möchte etwas fragen. Oder es wurde jetzt erwähnt, dass natürlich das Merian-Haus und das Jakob-Burkas-Haus den Eingang auf der falschen Seite hat. Das wäre ein wunderschöner Boulevard, wenn alle die dort zur Universität gehen oder zu diesen Unternehmungen, dass sie auf der anderen Seite flanieren. Das wäre ja wahrscheinlich sogar machbar, dass man das dreht. Und das wäre eigentlich schon etwas, das mit zu einer Vision gehört, dass man diese Nauenstraße wieder in Ordnung bringt. Dass ein Haus braucht einen Eingang zum Stadtraum und nicht zu irgendwo. Und jetzt ist das irgendwo. Und das wäre eigentlich schon etwas, das man mit in diese Planung nehmen könnte, dass man die Investoren da, also das gehört ja jemand, diese beiden Häuser, dass man die motiviert, dass sie nämlich auch Gewinner wären, wenn sich das dreht. Und der Stadtraum und diese Straße wäre nicht einfach nur quasi Zufahrtsstraße, sondern auch Lebensraum. Und alle würden profitieren. Vielleicht noch ganz kurz eine Antwort von mir, Frage Vision. Es ist immer so ein bisschen der Fluch der Stadtplanung, wie macht man ein doch recht intelligentes Konzept sichtbar, sodass es die Leute auch lesen können. Weil es gibt doch eine ganze Reihe von Ideen drin. Also eben, wir haben das Nauentor erwähnt, wir haben die schräge Personenunterführung erwähnt, hoffentlich mit einem Tiefbahnhof und Herzstück darunter. Wir haben den Anschluss an die Markthalle erwähnt. Das ergibt uns eine Spange Zentralbahnstraße,
die vielleicht wieder neu belebt werden kann. Es gibt eine Weiterführung von diesem zweiten Platz, Markthallenplatz, Richtung Innere Margaretenstraße, Heuwage ins Stadtinnere, wo man plötzlich ganz neue Ströme entwickeln kann. Wir haben die Idee Rück- und Umbau Nauenstraße, dass plötzlich auch hier anstatt diesen Brückenbauwerken ebenerdige Bezüge zu funktionieren beginnen, wo man vielleicht noch einen Tram reinbringen kann. Wir haben das Aufräumen des Zentralbahnplatzes durch Rückbauen von zwei Haltekanten, Rauswerfen der Busschlaufen, sodass der Zentralbahnplatz zur Abwechslung mal nicht gefährlich ist, dass man einfach rausgehen kann und nicht umgefahren wird. Wir haben den Umbau der Gleiskante 20 etc. etc. Oder das heißt, die Summe aller dieser Einzelinterventionen, die vielleicht nicht so sexy sind wie eine Überdeckelung des Gleisfeldes, was übrigens immer auch ein darunter generiert, wie in Bern, unglaublich unattraktiv, oder? Die Summe aller dieser subtilen Interventionen generieren vielleicht genau das, was sich die Frau Keller wünscht, nämlich ein Bahnhof, der wirklich als Biotop, als Ökosystem, als Ort der Begegnungen zu funktionieren beginnen kann, eingebunden sowohl in den lokalen wie in den regionalen Maßstab. Das ist die Vision. Also von Vision, wenn überhaupt, wenn wir das Wort verwenden wollen, auch wie Mut, meine ich nicht, vielleicht nicht genau die richtige Wortwahl. Aber Quintus, ich meine, das findet statt auf verschiedenen Ebenen. Es gibt eine übergeordnete Metropolitansicht. Da braucht es, und das hat Zürich viel, viel besser gemacht, da haben wir geschlafen, wir waren zerstritten. Der BSA wollte die Ringlösung und so weiter, nicht ihr jetzt, aber die Vorgängergeneration, damit habe ich auch deine Vorgänger und so. Das ist eigentlich, was im Zentrum steht, ist die Metropolitanregion, meiner Meinung nach. Und du hast es vorhin gesagt, das S-Bahn-System in Zürich ist das Beste, was sie gemacht haben in den letzten 20 Jahren. Architektonisch ist ein bisschen anders, aber infrastrukturell haben sie wirklich das gemacht. Und wir haben das verschlafen, sie waren clever, sie haben das Heft in die Hand genommen, haben selbst vorinvestiert und haben nachher das Geld wieder zurückbekommen. Das war oberclever, muss ich sagen, haben sie bestens gemacht. Das heißt, wenn ich die Metropolitanregion im Auge habe, dann muss ich diese verschiedenen 7 Äste, die wir haben, in den verschiedenen Seitentälern und im Oberrhein und im Hochrhein hinein, die müssen verlinkt werden, die müssen zusammenkommen. Und wo sollen sie zusammenkommen? Im Zentrum. Also da bin ich ziemlich sicher, das RPG fordert ja das auch ein, das ist nicht einmal visionär oder eine Vision, sondern RPG sagt, die Städte müssen sich nach innen entwickeln und nicht, damit sie nicht ausufern. Frau Zenker, ich habe noch eine Frage an Sie von der SBB. Man hat manchmal so aus Basler Sicht, sage ich jetzt mal, das Gefühl, wie wichtig, Entschuldigung, es war ein bisschen lang, wir müssen auch Frau Zenker zu Wort kommen lassen. Man hat manchmal das Gefühl, dass für die SBB sind wir hier in der Nordwestschweiz, in der Basel-Ecke gar nicht so wichtig, die Planungen dauern lange. Sie hören jetzt von Ideen, von vielen Ideen. Wie unterstützend sind Sie da, beziehungsweise können Sie da überhaupt sein? Sind Sie offen für alle Ideen oder schauen Sie nur, die Züge müssen pünktlich und in der richtigen Richtung losfahren? Nein, also wir sind wirklich überall sehr aktiv. Die Kollegen, die hier in Basel arbeiten, die sind voll für diese Region, also diese Region kriegt sehr viel, also die sind ja Milliarden, die hier geplant und umgesetzt werden. Und eben dieser nächste Schritt mit diesem Tiefbahnhof und diesem Herzstück, das sind weitere Milliarden, die dann zu entscheiden sind beim Parlament, wenn wir so weit sind. Und das unterstützen Sie selber von der SBB aus in Bern? Ja, also wir sind dabei gewesen, haben es mitentwickelt und das ist jetzt die beste Lösung. Aber Ihre Frage, sind alle gleich schnell unterwegs? Das ist selbstverständlich nicht der Fall. Zürich ist viel weiter. Wir sind sehr intensiv auch in der Romandie, 20, 40 Jahre zu spät. Mit Bahnhöfe Lausanne wird jetzt umgebaut. Man überlegt sich, soll man eigentlich den ganzen Südfront vom Bahnhof abbrechen, Südfront von der Stadt, weil die haben das verschlafen. Und das ist, man soll nicht vergleichen von Stadt zu Stadt, weil dann ist das immer ein bisschen
trist, weil man merkt, dass die Zürcher sind tatsächlich schnell unterwegs gewesen und in richtigen Moment. Aber die Kollegen, die hier für Basel arbeiten, die investieren viel Energie und es wird viel auch hier viel gemacht. Nicht nur die riesigen Projekte, okay, die kommen. Ja. Merci. So, Dietrich Getty, mein Name ist Architekt. Ich wollte nur eins sagen, ich habe das Gefühl, man redet irgendwie von verschiedenen Dingen. Also klar funktioniert der Verkehr in Zürich, aber ich fühle mich deshalb nicht wohl, wenn ich in Zürich aus dem Bahnhof komme. Oder, also ich meine, das meine ich mit zwei Dingen. Oder? Das ist der Verkehr, aber was bedeutet eigentlich der Raum? Und, also das wäre vielleicht von mir aus, soll der Verkehr funktionieren. Das ist auch ein Widerspruch, wenn Sie sagen, man muss die Leute so schnell wie möglich von A nach B und dass sie so schnell wie möglich wieder weg sind. Andererseits soll es ein Ort der Begehung sein. Irgendwie passt das nicht zusammen. Also da liegt irgendwie das Problem, wenn überhaupt. Also vielleicht, um das nochmals zu sagen, also ich sagte, früher war das Ziel, die Leute so schnell wie möglich wegzukriegen. Ich glaube, ganz eindeutig bewegen sich die Bahnhöfe jetzt in eine andere Richtung. Es sind ja Orte des Aufenthalts, wo man die Leute auch halten will. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe. Also nicht das Ziel heute, sie so schnell wie möglich wegzukriegen. Nein, ich wollte nur noch, also meine, es gibt ja andere, also wenn ich mir jetzt an Milano Centrale denke oder an Turin, da ist es so, dass wenn ich aus dem Bahnhof komme, verschluckt mich die Stadt. Oder? Und das ist gar nicht nötig, dass ich mich da aufhalte. Vielleicht wäre das, oder? Also ich glaube nicht, es gibt keinen riesigen Platz in Milano Centrale, du bist mitten in der Stadt oder Gardo l'Est. Das ist, ich weiß nicht, das ist vielleicht eine Attitüde, die es gar nicht braucht, diesen dummen Bahnhofvorplatz. Also der ist nicht toll in Luzern, der ist nicht toll in Bern und der ist auch in Zürich nicht toll, leider. Es gibt diese zwei Welten, die Pendlerwelt, das haben wir vorher gesagt, 400 Meter lange Züge, die Leute wollen schnell auf dem Zug und nehmen dann gerne eine Passerelle oder eine Unterführung oder eine Brücke und sind schnell im Zug. Und dann gibt es eine langsamere Welt und das, in diese Richtung entwickeln sich tatsächlich die Bahnhöfe, dass man höhere Aufenthaltsqualität anbieten soll, das ist der Versuch hier in Westflügel, dass man eine Entschleunigung generiert. Die Pendler wollen schnell und vielleicht hat der Bahnhof eine andere Rolle in der Stadt, eine Entschleunigung. Und das versuchen wir zu machen, weil somit ist der Bahnhof interessant auch für die Stadt selber. Und eben nicht nur für diejenigen, die kommen und gehen, sondern auch für diejenigen, die hier leben. Harry Gucker, ich hätte eine Frage ans Podium. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Nauentor eine unglaubliche Bedeutung hat für die Entwicklung vom Bahnhof. Das ist wirklich ein mutiger Baustein. Was denkt ihr, ist da alles unternommen worden im Bebauungsplan, um die stadträumliche, aber auch infrastrukturelle Bedeutung von diesem Nauentor zu sichern? Also was ist eure Einschätzung? Ist da wirklich genug schon festgeschrieben, dass da nicht einfach Nutzung draufgepackt wird, sondern dass er wirklich stadträumlich positiv wirksam wird und genauso für die Infrastruktur vom Bahnhof. Was ist da eure Einschätzung darüber? Ja, wie gesagt, also da ist ein Rat am besten da, um da Antworten zu geben, was er da sich überlegt hat, aus meiner ferneren Sicht. Ist das wirklich, wie du sagst, ich habe es vorhin ja erwähnt, ist die vierte Seite des Bahnhofs und hat fast das größte Potenzial, weil Gundeli und Zentralbahnplatz wahrscheinlich mehr oder weniger gegeben, hoffentlich Marke-Regenbrück, die muss man ja eh neu machen, oder? Oder? Eben. Also, und ohne Stützen, damit man die Gleisgeometrie später bestimmen kann. Nein, aber Harry, das Ding ist wirklich das größte Potenzial, weil das ist irgendeine Typologie, die es sonst gar nicht gibt. Und ich glaube, diese Vertikalisierung, also Sachen übereinander zu stapeln, diese vertikale Stadt hat dort wirklich ein großes Potenzial. Die Frage, das Problem meine ich, und da sind wir wieder bei der Nauenstraße, wie schließt du das Ding an die Nauenstraße an? Richtung Gundeli, denke ich mal, ein bisschen einfacher. Richtung Bahnhof, das hat mit der Passerelle
Natürlich ist die zu schmal, aber das kannst du alles besser machen. Und das soll mein Rat. Bitte, frage ich dich. Ja, gut, Harry, im Prinzip gab es natürlich intensive Diskussionen mit dem Gundeli, mit den Quartiervertretern. Die hatten ja natürlich das Bedürfnis, dass das auch ein Übergang ist. Und der ist ja so, wir hatten ja das Bild damals von den Hackschen Märkten, dass man da durch diese Höfe geht, oder? Und diese Höfe sind aktiviert und von diesen Höfen kann ich dann auch auf die Perrons, das ist ein ganz anderer Zusammenhang wie bis anhin, wo ich einfach nur irgendwo da so auf einer Galerie hinuntergehe, ohne dass vis-à-vis etwas passiert, also das gibt, man kann es jetzt auf diesem Bild sehr schön sehen, eine Passerelle, die etwa 5-mal breiter ist wie die jetzige Passerelle. Also da passiert natürlich substanziell viel mehr statt auf dieser Ebene. Das Problem ist eigentlich gar nicht auf der Ebene selbst, sondern die Anbindung an den Stadtraum, die sind natürlich logischerweise sehr knapp. Aber wir haben es aufgezeigt, dass das gehen sollte. Was sicher passieren wird hoffentlich, ist auch, dass die ganze Folge auf der Basler Seite, dass dieser Stadtteil Richtung Eschenplatz einfach parallel sich damit dann auch entwickelt. Diese Entwicklung ist nicht angedacht, aber die provoziert eigentlich diese Maßnahme. Und was Quintus gesagt hat, eigentlich wohnt man dann über den Gleisen. Einfach. Oder das war ja in der Studie natürlich eine Grundlage. Man hätte ja auch diesen Postreiter wegnehmen können, aber man bringt ihn nicht weg. Das war ja dann irgendwo so in diesem ganzen Prozess einfach eine ziemlich bittere Tatsache, dass man den nicht wegnehmen kann. Und jetzt, wo er da ist, hat man ihn so auf die Art aktiviert, dass das wirklich ein Stück Stadt wird, aber auch ein Übergang. Und zwar, ich behaupte immer noch, das funktioniert sehr gut, vor allem wenn, das hoffen wir ja alle, dass die Brücke, die ihr bearbeitet habt, Moment, wie heißt sie? Margaretenbrücke, dass die natürlich letztendlich das Pendant wird auf eine andere Art, oder? Aber das ist natürlich unabdingbar und das hört die SBB nicht gerne, also vor allem nicht strategisch Verkehrssysteme entwickeln. Die Unterführungen, die finde ich ziemlich schwierig. Eigentlich wäre es viel schöner, man hätte nur die Überführungen und jetzt baut man das mit Unterführungen. Oder und wir haben gesehen, was vor der Passerelle unterirdisch, das war ja die einzige Verbindung ins Gundeli, war diese unterirdische Passerelle und die ist einfach ziemlich nicht attraktiv. Also ich verstehe nicht ganz, dass man jetzt auf zwei Ebenen operiert, oberirdisch und unterirdisch. Aber vielleicht das hat mit dem Tiefbahnhof zu tun. Wenn du natürlich einen Tiefbahnhof planen willst oder bauen willst, dann ist natürlich die Verbindung zwischen den oberirdischen Gleisen und den unterirdischen Gleisen. Also das ist infrastrukturell, macht ja total Sinn. Und eine Unterführung kannst du viel schöner gestalten als die jetzige und großzügiger. Ich meine, nochmals zum Nauentor. Es ist eine Riesenchance. Es ist ein Wunder, was Sie dazu denken, als Halbe, oder mit PTT. Mal. Es ist eigentlich ein Skelett. Und das darf man auch nicht vernichten, oder? Gerade schon wegen der grauen Energie, was wir alles jetzt irgendwie auch im Auge behalten müssen. Es ist nun mal da und ich glaube, das kann man sehr gut nutzen und umnutzen. Das ist wiederum, ich glaube, das ist fast die größte Chance des ganzen Gebiets jetzt, ist das Nauentor, hat eine Schlüsselrolle, unbedingt. Wie stehen Sie dazu? Ja, es ist eine Chance. Wir haben sonst auch in der Schweiz solche Megastrukturen, die wir lieber stehen lassen und nutzen als abbrechen. Die Schwierigkeit bleibt, dass es nicht, tatsächlich nicht auf dem Stadtniveau ist. Man muss nach oben. Und wenn man sowieso von den Gleisen queren muss, dann ist man schon in dieser Bewegung nach oben und kann sich dann bewegen auf der oberen Niveau. Aber das wird immer eine Herausforderung sein, so ein Raum zu beleben, weil es eben nicht auf der Straßenebene ist, sondern höher. Aber es gibt ja Beispiele, die funktionieren und das ist noch. Ja, aber sind Sie sicher? Ich glaube, im 21. Jahrhundert wird man nicht nur horizontal sich bewegen wollen. Gerade wenn man verdichtet, und ich habe vorhin das Stichwort vertikale Stadt, wir müssen das attraktiv machen. Ich finde das jetzt grundsätzlich kein Widerspruch.
Wir sind nicht auf der grünen Wiese, wo wir uns endlos ausweiten können, auf dem Stadtboden. Das geht nicht. Ja. Und es gibt gute Lösungen und das ist wirklich lösbar, diese Vertikalität zu überwinden. Ja. Nach oben und nach unten. Ja. Beides. Ja, aber ich glaube, ich würde da, also wir haben das Nauder ja genau angeschaut im Bericht, da hat man auch ein paar Ideen drin. Und ein bisschen Vorsicht würde ich doch walten lassen. Also die Hackschenhöfe ist ein schönes Beispiel, eben Schwierigkeit, Bezug im Straßenraum. Wir müssen hier überwinden, Schwierigkeit auch, die Einbettung im Straßensystem, in der Topologie. Zum Beispiel die Magistrale verlängert die Solothurner Straße, zielt dann aber nicht auf die Gartenstraße. Beide Straßen sind nicht wahnsinnig frequentiert. Das heißt, man wird ein Belebungsproblem haben auf dieser oberen Ebene, hundertprozentig. Der Bezug zum Perron wird auch nicht sehr stark sein, weil aus, glaube ich, Störfallgründen sind die Durchgänge zu den Höfen eigentlich recht klein. Das heißt, der Bezug zum Gleis ist nicht ganz so stark aus technischen Gründen. Und alle diese Punkte zusammen stützen Harrys Frage, dass man einfach mal genau hinschauen muss, ob das wirklich so einfach funktionieren kann, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und da muss man einfach gut arbeiten. Also es sind extrem viele Architekten hier im Raum, die gut arbeiten können. Da muss man es räumlich gut lösen, man muss es gut attraktivieren durch Nutzungen etc. etc. Aber es ist kein Selbstläufer, hundertprozentig nicht. Ich komme. Riesler, ich bin wahrscheinlich ein Fossil ein bisschen. Ich verstehe, dass das Aufenthalt auf dem Bahnhof nicht so recht. Ist es ein Shoppingcenter gemeint? Stühle werden ja keine angeboten, weil das wären ja die falschen Leute, die sich dort aufhalten. Und wenn ich den Bahnhof benutze, ich bewundere die tollen alten Stationen, dann komme ich an und das Erste, was ich mache, irgendwo in einem abgelegenen Untergeschoss den Kiosk suchen, wo ich das Ticket für den Stadtverkehr bekomme, damit ich dann in die Stadt kann. Also das Ankommen, ich würde mich wünschen, dass all die Planer, die jetzt da schöne Gedanken haben, dass die mal mit dem Rollköfferli hier ankommen und versuchen, die Rolltreppe, wenn es ein 400-Meter-Zug sich entleert, die Rolltreppe hochzukommen. Früher mit Runterführung war es ein bisschen einfacher. Also die Frage zur Gebrauchstauglichkeit dieser neuen Infrastrukturen. Die Gebrauchstauglichkeit der Infrastrukturen. Der Herr hat erwähnt, dass es einfacher ist, die 3,5 Meter runterzugehen, als die gefühlt 7 Meter, um auf eine Passerelle zu kommen. Das ist natürlich auch wieder Zeit, die verloren geht beim Umsteigen. Ja, nein, das ist selbstverständlich. Lieber nach unten. Wichtig aber, dass alle diese Unterführungen, dass die belebt sind. Und wenn wir da Läden überall anbieten, ist es nicht nur, um Geld zu verdienen. Das hört man immer wieder. SBB Immobilien werden nur Geld verdienen. Es geht vor allem um ein Sicherheitsgefühl zu geben. Es ist lebendig, es ist beleuchtet, sind Leute da. Und dann wird der Kunde dann begleitet mit diesen Läden. Aber wie gesagt, versuchen wir jetzt die Wahl von den Läden anders zu setzen, viel mehr lokale Marken, viel mehr einerseits die schnelle, pendlerorientierte Angebot. Man geht dem Kiosk vorbei, sucht sich ein Wasser und rennt auf dem Zug. Und auch ein anderes Angebot, viel ruhiger, wo man sich hinsetzt, besser isst, länger bleibt, und das sollte sich auch an den Stadtbewohnern orientieren. Und das ist ein Paradigmenwechsel, den wir haben jetzt in den letzten Jahren, und wir möchten es jetzt umsetzen in den großen Bahnhöfen in diesem Land. Darf ich nochmals nachhaken? Also ich glaube, wir haben festgehalten, oder dass der Bahnhof oder überhaupt die Region Basel einen riesigen Nachholbedarf hat, wenn ich vergleiche mit anderen Städten in der Schweiz.
Also, und jetzt, wie können wir, was würden Sie als SBB jetzt als nächste Schritte, als kurzfristig, längerfristig, jetzt wurde dieses schöne Gebäude, das ist super, dass es jetzt lebendiger wird, zugänglicher, es ist nicht nur Durchgangsort, um den französischen Perrons zu gehen, das heißt, es ist attraktiv, es ist ein Attraktor, das muss jetzt bleiben nach der, oder werden der Bahnhof, nicht nur Durchgang und Pendler, das ist natürlich die Haupt, eine der wichtigen, und so, aber das andere, dass es eben auch ein Attraktor wird, nicht nur für die Mobilität, sondern eben auch für die Stadt, für den städtischen Raum. Jetzt, was könnten Sie sich vorstellen als nächstes, was die SBB hier in Angriff nehmen möchte oder kann oder wird? Das Erste, was wir am Freitag kommuniziert, ist die provisorische Passerelle. Und die ist eben nicht provisorisch gebaut wie damals in Altstädten mit Gerüsten, eine breite, 10 Meter breite, relativ solide Passerelle, die dann lange stehen bleibt. Und die Passerelle wird hoffentlich den ganzen Passagierflüsse eher in diese Richtung führen und hoffentlich eben durch diese neue umgebaute Hallen. Und dann bleiben, das haben Sie gesehen, dieses Raum ist leer, der Raum nebendran ist leer. Da suchen wir Mieter, wir suchen Gastronomie-Mieter in eine ruhigere, also nicht kein Fastfood, sondern eine ruhige, höhere Qualität, sodass man hier essen kann, sich Zeit nehmen kann zu essen. Sind wir dann attraktiv für die Basler. Das ist aber... Ja, Sie haben Ihren eigenen Garten. Und der Garten befindet sich irgendwie mit anderen Gärten. Das heißt, damit das funktioniert, muss auch die Umgebung funktionieren. Das heißt, wie stehen Sie zum Beispiel zur Einbindung der Markthalle? Was übrigens nachhaltiger kann man nicht sein als ein Gebäude. Das ist jetzt eine tolle Nutzung. Jetzt. Und wie kann man das besser noch an die Heuwaage als Beispiel anbinden? Das interessiert Sie bestimmt, weil das macht das interessanter. Und ganz viel von dem steht ja schon im Stadtraumkonzept drin, wie man diese Orte verbinden kann. Ich möchte in die Schlussrunde einbiegen oder in die Schlussgerade. Wir sind schon fast am Ende des Podiums und die privaten Gespräche gehen natürlich danach weiter. Ein Thema, was mir als quasi junger Professor am Herzen liegt, ist die ferne Zukunft. Und da gibt es zwei Chancen und Probleme. Das eine sind selbstfahrende Fahrzeuge. Das sollten wir auf dem Radar haben, wenn wir Planungen machen bis 2040, 2050. Ich bin überzeugt, nein, ich weiß, dass bis dann Autos, verschiedene Fahrzeuge, kleine Roboter durch die Straßen fahren werden und uns und Güter autonom transportieren werden. Was für eine Rolle hat in einer solchen Welt ein Bahnhof, der darauf ausgelegt ist, auf engem Raum möglichst viele Menschengüter, nicht mehr so sehr, in der Vergangenheit ja, abzuwickeln, das Pendeln, Umsteigen, aber auch als Ort wahrzunehmen. Inwiefern hat vielleicht jetzt ein solcher großer, langer Schatten einer komplett neuen Mobilitätstechnologie schon das Planen für die nächsten 30 Jahre, aber auch für das Herzstück für die nächsten 50 Jahre beeinflusst? Ja, also die Thematik, wohin gehen die Trends in der Mobilität, die beschäftigen mich auch schon seit langer Zeit. Und ich bin überzeugt davon, es gibt einen gewaltigen Umbruch. Technologisch getrieben, die Mobilität von morgen wird komplett anders aussehen. Und wenn wir jetzt von Bahnsystem sprechen und von Bahnknoten, müssen wir uns schon immer wieder überlegen und das hinterfragen, stellen wir uns richtig auf. Persönlich bin ich für mich zum Schluss gekommen und ich denke, das dürfte durchaus, denke ich, auch etwas fundiert sein. Dort, wo die Volumina groß sind, werden wir die Schiene und das heißt das Bahnsystem, ich spreche jetzt ganz bewusst Schiene, Bahnsystem, werden wir brauchen. Da brauchen wir die großen Gefäße, weil das Platzproblem dominant ist. Was heißt das? In der Aglo, vor allem in der Großaglo, und Basel ist eine Großaglo, brauchen wir eine leistungsfähige Bahn. Wir brauchen auch eine leistungsfähige Bahn,
von Verbindungen von großen Aglos. Wir haben jetzt aber auch noch Nahverteiler, Tram. Und das Tram kommt meiner Meinung nach etwas stärker unter Druck. Weil der Druck kommt von unten, von den Velos, von den E-Bikes. Und der Druck kommt auch von der Seite vom anderen Verkehrsträger auf der Straße. Aber das heißt nicht, man muss jetzt sagen, der Nahverkehrs-ÖV, der wird tot sein. Der muss sich wahrscheinlich anders organisieren. Der ÖV, der wird individueller sein. Und da bieten eben autonome ÖV-Fahrzeuge oder autonome IV-Fahrzeuge bieten eine Chance. Und der Individualverkehr wird öffentlicher. Es wird neue Mobilitätskonzepte geben. Bahnsystem, Nahverkehrssystem, Straßenverkehr integriert oder wie auch immer. Und es wird einfach komplett neue Business Cases geben. Aber ich glaube, der Rückgrat Bahn, dort, wo die Volumina groß sind, wird Bestand haben, wo ich sehr skeptisch bin, Bahnsysteme zu machen, wo die Nachfragelinien sehr dünn sind. Das lässt sich kaum noch rechtfertigen, weder umweltmäßig noch energetisch. Da werden die anderen Verkehrsträger viel, viel stärker sein, weil sie dann maßvoller mit der Auslastung umgehen können, viel differenzierter. Und die Bahn, die muss einfach Volumen bolzen, dort gehört sie hin. Und dort, wo es keine Volumina hat, da kommen andere Verkehrsmittel und wir müssen die aber ganz gut miteinander kombinieren. Und die Welt von morgen sieht wahrscheinlich für die ganze Mobilität komplett anders aus, als sie heute ist. Gut, das war die Großübersicht im ganz Konkreten. Die Bahn fährt immer noch durch den Bahnhof SBB, aber drumherum passiert dann einiges mit autonomen Fahrzeugen. Wie war das ganz konkret ein Einfluss für eure Planungsideen und Visionen? Also wir haben ja 12 Jahre für Volkswagen gearbeitet, haben sehr viel für die SBB gearbeitet. Also meine Meinung ist eigentlich sehr klar, autonome Fahrzeuge in Innenstädten lösen ein Problem, das nicht existiert. Innenstädte sind gut versorgt durch die großen Gefäße, die werden immer effizienter sein. Das heißt, die autonomen Fahrzeuge, die lösen das Problem der Peripherie und der Randstunde. Und wenn wir hier jetzt zu sagen versuchen würden, was ich nicht annehme, dass du das machst, dass die autonomen Fahrzeuge irgendwie das Bahnknotenproblem lösen werden, das tun sie nicht. Also die Mobilität der Zukunft, wenn wir denn immer noch in Städten leben, und das hoffe ich, und nicht nur in Aglos, das Problem der Zukunft kann nur durch große Gefäße und intelligente Vernetzungen dieser großen Gefäße, zum Teil auch mit kleinen, funktionieren. Das heißt, Zug, Tram etc., das wird immer noch irgendwie so ähnlich aussehen. Also wir leben dann die ganz große Dystopie, was ich nicht hoffe. Also die Dinge haben schon das Potenzial für die große Dystopie, aber vielleicht noch etwas näher. Esther Keller, die geteilte Mobilität ist eines deiner Wahlprogrammpunkte. Etwas nähere Zukunft, wie konkret, und das haben wir noch nicht so sehr besprochen, schaut die geteilte landseitige, quasi nicht schienenseitige Mobilitätsvision für den Bahnhof SBB aus? Ja, ich glaube, da müssen wir vor allem wirklich dafür schauen, dass das noch bequemer, noch angenehmer und noch unkomplizierter wird. Also wir müssen eigentlich, wenn wir den Zug verlassen, es muss auch, glaube ich, schon in Sichtweite sein, die verschiedenen Angebote. Also ich nehme ja nur so ein Leihvelo, wenn ich das auch mal sehe und weiß, ich kann das da hinstellen. Und ein großes Problem, wir haben jetzt vor einigen Wochen das Leihvelo-System, das langsame, sage ich jetzt mal, Leihvelo-System mit 25 Stundenkilometern eingeführt an gewissen Orten. Und ich freue mich schon, wenn es mehr Standorte sind, weil ich benutze das Ding erst, wenn ich weiß, hier kann ich es nehmen, dort kann ich es hinstellen. Wenn ich das immer wieder sehe, dann bin ich vielleicht auch bereit, auf mein Bahnhof-Velo zu verzichten. Aber das funktioniert eben nur ab einer gewissen Dichte. Dasselbe gilt für mich für die ganzen
Autos, geteilte Mobilität, auch da, erst wenn ich weiß, ich habe da einen Parkplatz, ich habe einen sicheren Stellplatz, ich werde immer ein Fahrzeug finden, wird das wirklich attraktiv. Also ich glaube, wir als Kanton sind in der Verantwortung, das so zu unterstützen, dass das eine gewisse kritische Menge erreicht, sodass ich weiß, ich muss diese Dinge nicht alle besitzen, sondern ich finde sie zuverlässig, einfach und klar auch günstig, dann, wenn ich sie brauche. Und ich glaube, der Gewinn ist so groß davon, dass wir einfach an Fläche gewinnen, wenn wir all diese Fahrzeuge, klar, insbesondere bei Autos fällt es ins Gewicht, weil Autos 98% der Zeit da einfach rumstehen, wenn man sie besitzt. Also ich glaube, das wird dann wahnsinnig ins Gewicht fallen. Und wir werden nicht das Gefühl haben, da bin ich überzeugt, dass uns was fehlt, wenn wir mehr vom Besitzen übergehen zum Teilen. Gut, mit dem möchte ich abschließen. Ja, ich wollte auch von Seiten Veranstalter. Gut, also dann übergebe ich doch. Kurz, ich schließe die Podiumsdiskussion ab und übergebe es. Weil Pierre, du hast ja am Anfang gesagt, vielleicht gibt es ja auch noch weitere Diskussionen. Ich glaube, wir haben gemerkt, es gibt Diskussionsbedarf. Die Frage nach Vision, die Frage nach Qualitätskontrolle. In der Analogie zum Fußballspiel sind wir wahrscheinlich am Anfang der ersten Halbzeit. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das weiter diskutieren, sowohl was die Öffentlichkeit und was wir denken, ist richtig, und wie, aber auch gleichzeitig wirklich auf die Finger schauen, dass die Dinge halt umgesetzt werden und irgendwo auch einen positiven Druck aufrechterhalten. Von dem her denke ich, ist das eher eine Art Startveranstaltung in irgendeiner Art und Weise, wo weitere folgen werden. Und ich fand es so gesehen, war das eine Art Auslegerordnung, haben es gespürt. Da gibt es so viele Dinge, die hätten wir in die eine oder andere Richtung weiter diskutieren können. Aber ich denke, herzlichen Dank und wir bleiben dran, das ist sicher. Wollt ihr noch was sagen? Ne? Ah, vielleicht kann ich noch sagen, es gibt ein... Es gibt noch ein Apero, das braucht aber noch irgendwie 2-3 Minuten, wir müssen das, glaube ich, schnell reintragen, oder?